Hallo. Heute lernen wir, Löcher in Metall zu bohren. Martin fängt mit dem hinteren Loch an. Zuerst gibt er etwas Öl direkt auf das angedrückte Loch und auf die Spitze seines Bohrers. Anschließend setzt er behutsam an und stößt langsam in die kleine Öffnung. Martin weitet das hintere Loch, bevor er den dicken Drill rausholt. Da es mit dem dicken Drill ziemlich laut werden kann, verschließt Martin das Fenster. So schützt er seine Nachbarn vor einer erhöhten Lärmemission. Dank der guten Vorbereitung kann Martin jetzt immer schneller rein und raus.